hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggle 66, Stunde der Wahrheit. Und wie ihr natürlich am Titel gesehen habt, das läuft hier unter der Ägide moderne Kriege oder gehören Kreuzzüge wirklich der Vergangenheit an, der Serie, die ich mit Gerald angefangen habe zu lesen. Da sind zwei, die sich im selben Geist gefunden haben, möchte ich mal sagen. Jetzt muss ich nur noch ein paar Wochen warten und dann kommt der Gerald die ganze weite Strecke von zu Hause, wo er in Deutschland wohnt, hierher nach Belgien gefahren, um mich zu besuchen. In der Zwischenzeit werden wir noch ein paar Sendungen machen. In den letzten 14 Tagen hatten wir ein bisschen weniger, weil wir beide sehr viel beschäftigt waren mit anderen Dingen. Aber das nimmt nicht weg, dass wir uns mit dieser Sache nicht weiter beschäftigen oder weiter beschäftigen wollen. Ganz im Gegenteil, wir haben noch eine riesige Aufgabe vor uns. Obwohl wir heute im 21. Teil sind, ist es für mich im Grunde, als ob wir noch gar nicht angefangen wären. Weil das ursprüngliche Skript, da haben wir noch gar nicht drin gelesen. Und da kommen wir auch heute nicht zu. Aber der Gerald hat ganz tolle Sachen vorbereitet und für mich ein bisschen Lesung gegeben, dass ich mal wieder Dinge, die ich nicht vorbereitet habe, probiere vernünftig zu lesen. Aber das wird der Gerald euch gleich erklären. Gerald, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dass wir endlich anfangen können, ja, die neue Sendung zu machen. Moin, moin. Endlich kann es losgehen. Ne? Wir hatten ja eine längere Pause und jetzt geht's los. Genau, mit der jetzt 21. Sendung. Ne? Ja. Genau. Ja, genau. Also kurz zur Einleitung. Wir waren ja stehen geblieben bei dem Globke-Artikel aus dem Spiegel von, glaube ich, 56 und sind dort mehr oder weniger dann hängen geblieben und haben uns mit zum Beispiel dem Joseph Fouché auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Das war dieser Mensch, über den der Stefan Zweig ein Buch geschrieben hat. Und der Adenauer fand es ganz wichtig, dass er von einer Auslandsreise kommend eben dieses Buch seinem Staatssekretär eben mitbringt, ne, als Geschenk. Und das hat natürlich dann uns hellhörig gemacht. Ja, also solche Dinge achtet man natürlich. Und wir haben festgestellt, dass diese Fouché also im Prinzip das Paradebeispiel von so einem Leisetreter ist, der ja nach außen kaum zu sehen ist, aber nach innen eben alle Geschicke lenken kann. Ne? Und da wir eben dort diese wirklich sehr wundersame Verbindung gefunden haben von dem Adenauer selbst,
Und wir uns ja diesen Fauché mal angeschaut hatten und festgestellt hatten, dass der auch so ein Multitalent war. Er hat begonnen eine Priesterlaufbahn, dann hat er über seine Exerzitien, die er im Geiste Loyolas ja gemacht hat, dann entsprechend dann Karriere gemacht. Und wie und wo er dann im Prinzip seine Aufgabe gefunden hat, das ist natürlich das große Geheimnis, was wir eben wissen. Das ist das, was eben Globke auch ausmacht, dass er eben überall nirgends da ist, der ist ja quasi wie so eine Spinne im Netz, seine Fäden zieht und mehr oder weniger auf diese Person eben alles zuläuft. Ja. Und wir haben den Vergleich ja gemacht, dass wir wissen, dass bei dem Globke im Prinzip dann letztendlich diese ganze Laufbahn beginnend von der Familie über die Erziehung eben in diesem römisch-katholischen Geist eben genauso gegeben war wie bei diesem Joseph Fouché, ja, der ja eben auch von seinen Eltern entsprechend dort in diese Klöster geschickt wurde, um entsprechend dann dort eben ja seine Erziehung in Anführungszeichen zu bekommen. Ja. Und deswegen haben wir dort eine Gemeinsamkeit und wir haben festgestellt, dass es sozusagen da wie einen Schattenmenschen, eine Schattenregierung gibt, ja, die sozusagen dann der offiziellen Regierung einen Ton angibt, haben das bewiesen. Und jetzt würde ich sagen, weil das so aktuell ist, gerade auch das, was dann als nächstes in dem Artikel kommt, jetzt in dem Spiegel, lesen wir doch unbedingt mal weiter. Und da haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass ihr auch ein bisschen jetzt wissen, mit damit reinkommt, dass wir hier mit der Überschrift, wie heißt der Bundeskanzler? Fragezeichen, anfangen. Ja. Lieber Jörg, ich würde sagen, jetzt ist ja Startzeichen, ne? Und jetzt kannst du wieder loslegen. Als der Kanzler im September 1955 seinen weltgeschichtlichen Ausflug nach Moskau unternahm, war Globke, der bis dahin bei den Auslandsreisen seines Chefs stets zu Hause den Aufpasser spielen musste, zum ersten Mal mit von der Partie. Wir haben heute den 23. August 2022. Und ich habe gestern, meine ich, in den Nachrichten vernommen, dass der deutsche Bundeskanzler mit seinem Vizekanzler auf einer gemeinsamen Auslandsreise nach Kanada ist. Und dass das das erste Mal in sehr, sehr langer Zeit ist, dass die beiden Regierungsspitzen zusammen eine Auslandsreise unternehmen. Das ist nicht so normal. Ist das da nicht ein Zufall, dass wir jetzt hier über die Nummer 1 Adenauer und die Nummer 2 Globke im Grunde dasselbe lesen, was 1955 passiert war, was gerade gestern oder heute, weiß ich gar nicht, in den Nachrichten kam mit Scholz und Habeck oder wie heißt der? Oder? Habeck, ja, Habeck. Ja, ja? Ich kenne mich mit deutschen Politikern nicht so aus. Ich wollte gerade sagen Haberfeld, aber das ist ja die alte Dame, die sie da wegen Holocaust-Leugnung verurteilt haben, oder Haberfeld, oder wie die heißt. Mit Namen bin ich halt nicht immer ganz perfekt. Aber ist das nicht lustig? Also, ich finde schon, wenn ich das hier jetzt lese. Ne? Aber weiter, ja, hast du da was zu sagen? Nee, also ja. ich wollte sagen, ich bin auch im selben Geist. Aber wessen Geist das ist, das will ich jetzt hier nicht beurteilen. Ja, ja, das müssen, ja. Wir nicht, das müssen wir doch gar nicht groß mehr erwähnen, ne? Nee, muss man nicht. Der Artikel fährt fort und sagt, im Kreml mochte Konrad Adenauer nicht auf seinen ergebensten Ratgeber verzichten. Globke war einen Schritt vorgerückt. Sowjetaußenminister Molotow, das ist der von dem Cocktail, behandelte den Bonner Staatssekretär wie einen lieben Verwandten und nannte ihn einen reizenden Menschen, was Anfang März der SED-Sekretär des sowjetischen Ausschusses für die deutsche Einheit, Girnus, mit Zitat internationalen diplomatischen Gepflogenheiten, Ende Zitat, zu entschuldigen suchte. Ministerpräsident und Marschall Bulganin brachte an Globkes 57. Geburtstag zwischen dem ersten und dem zweiten Akt von Romeo und Julia in einem Separé des Bolschoi-Theaters einen Toast auf ihn aus. Heute erinnert sich der bestinformierte Mann in Deutschland nicht ohne kollegiale Bewunderung. Die Sowjets kannten unsere Personalien. Haargenau. Chruschtschew tauschte in Moskau sogar sein Wodka-Glas mit Globke, um so etwas wie Brüderschaft zu trinken. Globke dazu? Ich wusste erst gar nicht, was er wollte. Immerhin, der Gläsertausch kam zustande. Ein halbes Jahr später war Hans Globke, der strenggläubige Sohn der römisch-katholischen Kirche, zum Geburtstag des Papstes in Rom. Wahrscheinlich als der einzige Gläubige, der schon buchstäblich an den Becher des erklärten Antichristen im Kreml genippt hatte. Na,
des erklärten Antichristen, dem besuchen wir da gerade in Rom. Aber so verdreht natürlich eine Zeitschrift wie der Spiegel hier die Fakten. Ne? Genau so ist es. Vollends offenbar, fährt der Artikel fort, wurde das unaufhaltsame Aufrücken Hans Globkes in der politischen Hierarchie Westdeutschlands jedoch erst nach der Rückkehr aus Moskau durch die Krankheit des Herrschenden. Als Konrad Adenauer sich seelisch und körperlich geschwächt zu Bett legte, übernahm sein Staatssekretär die Macht bis auf Widerruf. An Hans Globke, nicht an den sogenannten Vizekanzler Franz Blücher, wurde Konrad Adenauers Macht automatisch delegiert. Eine Laune der Geschäfte ließ durch den Herzanfall Dwight D. Eisenhowers kurz darauf auch in den Vereinigten Staaten die absonderliche Situation eintreten, dass in einer Demokratie ein nicht gewählter, zum Dienen berufener Bürokrat zum Regieren gezwungen wurde. In Amerika war es der Assistent des Präsidenten, Sherman Adams. Aus Washington berichtete die New York Times, Zitat, hier herrscht das wachsende Gefühl, dass Mr. Adams jetzt mehr Macht ausübt als irgendein Mensch in Amerika. Ende Zitat. In Bonn beschwerte sich die SPD über den unhaltbaren Zustand, Zitat, dass der Bundeskanzler Globke heißt, Ende Zitat. So offenbarten die Präsidentendemokratie in Amerika und die Kanzlerdemokratie in Westdeutschland fast gleichzeitig einen überraschenden Konstruktionsfehler. Die Ursachen für den Machtzuwachs der Chefgehilfen waren diesseits wie jenseits des Atlantik die gleichen. Sherman Adams dort und Hans Globke hier waren die einzigen Menschen, die jederzeit Zutritt und Telefonverbindung zu den zwar noch amtierenden, aber nicht mehr voll regierungsfähigen Regierungschefs hatten. Sie waren damit zum einzigen Trichter geworden, durch den die Herrscher auf dem Krankenlager ihre Informationen und die Minister im Kabinett ihre Instruktionen erhielten. Und sie allein konnten wissen, ob das, was an einem Ende des Trichters hineingetan wurde, am anderen Ende unverändert wieder herauskam. Ihre Einflussmöglichkeiten auf ihre die Richtlinien der Politik bestimmenden Regierungschefs und auf die ausführenden Organe hatten sich so über Nacht vervielfacht. Alle Entscheidungen zweiten Ranges, mit denen die Patienten nicht behelligt werden konnten, mussten sie ohnehin allein treffen. In Washington verriet Eisenhower, Zitat, die einzige Person, die wirklich versteht, was ich zu tun versuche, ist Sherman Adams. Ende Zitat. In Bonn gestand Adenauer, ich wüsste keinen, der Globke ersetzen könnte. Durch die Ereignisse gezwungen, das bevorzugte Halbdunkel im Schatten des Kanzlers zu verlassen, sah sich Hans Globke sofort Angriffen ausgesetzt, deren Charakter die gleiche Wandlung durchgemacht hatte. Wurde in den letzten Jahren mit Vorliebe aus dem Hinterhalt auf ihn gezielt, formierten sich nun die Kräfte zur offenen Feldschlacht. Anlass dazu bot die von Hans Globke forcierte Koalitionskrise, die zum Ausscheren der FDP aus der Regierungsfront führte. Thomas Dehler zürnt noch heute, wenn er berichtet, wie er in den letzten drei letzten Koalitionskonferenzen im Dezember im Kabinettssaal des Palais Schaumburg dem Kanzler gegenüber saß. Zur linken Adenauers schrieb Hans Globke Zettel auf Zettel und reichte sie Konrad Adenauer. Thomas Dehler, Zitat, er zog die Giftpfeile aus dem Köcher, die der Bundeskanzler dann auf mich abfeuerte. Ende Zitat. Bereits am 15. Dezember hatte der FDP-Chef darüber hinaus noch einen anderen Grund zu bitterer brieflicher Klage. Sehr verehrter Herr Bundeskanzler, mein Wunsch, die Bandaufnahmen der Koalitionsbesprechung überspielen zu lassen, ist nach längeren Verhandlungen von Herrn Dr. Globke abgelehnt worden. Ich richte daher an Sie die Bitte, das Überspielen zu gestatten, mit ausgezeichneter Hochachtung, Ihr sehr ergebener Thomas Dehler. Er bat vergebens. Mit dem Austritt der FDP aus der Koalition hat Thomas Dehler jetzt den Kampf gegen Hans Globke aus schalldichten Konferenzräumen in die Versammlungssäle verlegt. Statt vertraulicher Briefe werden Leitartikel gekreuzt. Nur allzu bereit schloss sich die SPD unverzüglich seiner Kampagne an. Der sozialdemokratische Abgeordnete Heinrich Georg Ritzel forderte Ende Februar im parteiamtlichen Pressedienst, dass sich der Bundestag mit dem Problem Globke befasst. Mhm. Ja, auch. Ja, sag mal. Wenn du kurz mal innehältst, ja, weil hier war der Punkt genau mit dem Adams. Ne? Die,
dieser Regierungsassistent, ne, den genauso wenig, der genauso wenig bekannt ist, ne, wie der Klopke. Genauso wenig gewählt war. Und der genauso wenig gewählt war, genau. Der Klopke nicht gewählt und der Adams wurde eben auch nicht gewählt. Ne? Ja, was ist genauso, damit? Ja, und mit dem Adams habe ich mal ein bisschen geguckt, da habe ich mal so im englischsprachigen Raum mal ein bisschen gesucht. Da gibt es so verschiedene Suchplattformen, auch auf der katholischen Seite, dass man also auch katholische Artikel suchen lassen kann. Und da bin ich fündig geworden und habe dann einen Artikel gefunden, den ich dir auch übermittelt habe, den du vielleicht auch mal einblenden kannst, wenn du magst. Aber natürlich. Ja, das ist aber sehr nett. Und welcher ist das? Das ist dieser Prayer Finds New Place in Official Washington. Ah, okay, der hier, ja. So. Genau, ne? Das ist ein kleiner Artikel gewesen. Das müsste ich jetzt so ein bisschen größer machen, müsstest du mir sagen, wo ich ungefähr suchen muss, weil so kann ich nichts sehen. Das ist dieses große Bild links und dann auf der rechten Seite dieser kleine, also ganz unten im Prinzip in der Mitte, sagen wir mal so, ganz unten in der Mitte, ne? Dieser kleine Artikel ist das. Mr. Ne? Eisenhower thanks women for prayers for first family? Nee, das ist es nicht. Nee. Prayers finds new place. Ah, hier, prayer finds new place in official Washington. Starts cabinet meetings. Ja, genau, und das, also ich habe mal versucht. Ich mache nochmal eben ein bisschen größer. Entschuldigung, ja, erzähl mal weiter. Ja. Ja, ich habe da mal versucht, irgendwas zu finden irgendwie. Das ist natürlich in der Schnelle nicht so möglich, aber wie gesagt, den Artikel fand ich ganz interessant, zumal der auch wiederum eben den Einblick gibt, dass eben ohne diese römisch-katholische Einflussnahme offensichtlich auch bei den Staatssekretären und Regierungsassistenten nichts funktioniert. Ja? Und darum geht ja auch dieser Artikel. Und ich habe das jetzt mal versucht, ins Deutsch zu übersetzen. Kann das jetzt mal kurz vorlesen in dem anderen PDF? Ja, das ist jetzt hier, ne? Das Gebet findet einen neuen Platz im offiziellen Washington. Ne? Genau, ne? Also das, im offiziellen Washington. Ne? Die Betonung der Religion bei Regierungstreffen begann mit dem persönlichen Gebet von Präsident Dwight D. Eisenhower bei seiner Amtseinführung und hat einen wichtigen Platz in der Tätigkeit der neuen Regierung. Präsident Eisenhower eröffnet seine wöchentlichen Kabinettssitzungen mit einer Minute im stillen Gebet. Sein Beispiel hat dazu geführt, dass Gebete um göttliche Führung mehr und mehr in die offiziellen Washingtoner Politikszene eingebracht wurden. Einige einzelne Kabinettsmitglieder, einschließlich des Landwirtschaftsministers Ezra Taft Benson, eröffnen ihre eigenen Mitarbeitertreffen mit einem Gebet. Auf dem Schreibtisch des Präsidentenassistenten Sherman Adams im Weißen Haus steht ein beleuchteter Druck des Gebets des heiligen Franz von Assisi, in dem er Gott bittet, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Der Präsident und sein Kabinett haben sich Anfang des Monats mit Kongressabgeordneten zu einem Frühstücksgebet getroffen. Die Treffen finden seit vielen Jahren im Stillen unter der Schirmherrschaft des International Council for Christian Leadership statt. Mit der Zusage zur Teilnahme an dem Gebetsfrühstück soll der Präsident gebeten haben, dass die Veranstaltung in einer betenden und privaten Atmosphäre stattfinden soll. Der Präsident betont weiterhin die religiöse Grundlage der Nation. Zitat: Jede freie Regierung ist fest in den tief empfundenen religiösen Glauben eingebettet, sonst macht diese Regierung keinen Sinn. Zitat Ende. Sagt er in einer informellen Rede vor Mitgliedern des Kongresses und Vertretern ausländischer Nationen. Nächstes Zitat. Als wir beabsichtigten, eine Regierung für freie Menschen zu errichten und eine Deklaration und Verfassung, um sie auf Dauer zu erhalten, mussten wir, um dieses System zu begründen, sagen, wir glauben, dass alle Menschen von ihrem Schöpfer begnadet sind oder geschaffen sind, so mehr oder weniger. Zitat Ende. Wenn wir uns heute an diese Dinge zurückerinnern, wenn wir uns in diesem Sinne von unseren Problemen befreien und uns auf eine Macht verlassen, die größer ist als wir selbst. Ich glaube, damit fangen wir an, diese Probleme in den Mittelpunkt zu rücken. Zitat Ende. An der George Washington Universität wird im Rahmen des Symposiums, an Gott, Landwirtschaftsminister Benson ist hier ein Fehler, ein Apostel der Kirche von Jesus Christus, der Heiligen der letzten Tage, also der Mormonen, einer der Sprecher sein. Bei der Veranstaltung am 11. März wird Herr Benson an den religiösen Feierlichkeiten der Universität teilnehmen. Ebenso wie Dr. Roy
De Ferrari, Generalsekretär der Katholischen Universität in Amerika. Ja, im Prinzip ein kurzer Artikel, ne? Fand ich insofern interessant, dass wir hier auch wieder, ne, solche Dinge finden, wie dieser Führungsanspruch, dieser internationale Rat für christliche Führung zum Beispiel, der mir komplett unbekannt ist, über den ich auch nichts gefunden habe, ne? Das muss ich sagen, über den habe ich nichts gefunden. Das ist ähnlich so wie dieser Schatullenfall, ne? Fides Romana, ne? Erinnert euch vielleicht, das ist auch was, wo man wahrscheinlich dann noch ein bisschen nachsuchen müsste, ne? Aber ich fand das ganz interessant mit diesem Gebet, ja, dass sozusagen das Gebet dazu im Mittelpunkt steht, ne? Bevor sozusagen eine Amtstätigkeit verrichtet wird. Ne? Und dieser heilige Franz von Assisi, da wird euch dann wahrscheinlich der Jürgen noch ein bisschen was erzählen, der hat natürlich eine eigene Wikipedia-Seite, ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Aber gut, das ist ja ein Heiliger, da geht das natürlich. hier ist doch Information darüber. ICLC. Ja, aber das ist irgendwie... Ja, aber ganz komisch irgendwie, so ein bisschen, weiß ich nicht. Das ist direkt die Seite. Ich habe da mal versucht, so ein bisschen was über die zu finden, weißt du? Und da, ja. Wer sind wir? Wir sind Männer und Frauen, die von Gott gerufen wurden und wir strengen uns an, das Evangelium des Königreiches zu proklamieren durch jede Nation in der Welt. Wir sind strategisch gesetzt, um durch den Geist Gottes, naja gut, auf Gott ist ja kein Copyright, ne? Kann man ja mal sehen, welcher das ist. Also das gibt's hier, kann man ja vielleicht später mal nachschauen, kann ja auch jeder selbst nachforschen. Schon interessant, dass man da natürlich noch Informationen drüber findet. Überhaupt mit dem Gebet in der Regierung irgendwas beginnen. Wir sprechen hier über das Jahr 1956 oder so, ne, wo ja der Artikel wohl spielt. Und 1963 haben sie in Amerika das Gebet in den Schulen abgeschafft. Mhm. In dem Jahr, in dem JFK ermordet wurde. Nur mal eben so nebenbei. Aber das ist 53 ist das, ne, der Artikel. 53, ja. 10 Jahre später dann, ja. Ja, nee, wir haben ja gerade gelesen, über was 1955 passierte, also musste ja von 1956 oder so sein. Aber wie gesagt, 1953 vielleicht das Gebet, ja, aber 1963 wurde halt das Gebet in amerikanischen Schulen abgeschafft. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass wir hier einen Mormonen haben, ja, der ist also der Landwirtschaftsminister Benson, das ist ja hier falsch geschrieben, das kann ja passieren, ein Apostel der Kirche, der Jesus Christus, der Heiligen der letzten Tage, also ein Mormone. Die Mormonen sind eine freimaurerische, evangelikalische Kirche, komplett jesuitisch kontrolliert, komplett jesuitisch gegründet. Wenn man das schon weiß, dann haben wir wieder den Religionsbezug hier mit bei, der für uns in dieser Sendung ja auch nicht ganz unwichtig ist, weil schließlich wollen wir ja zeigen, dass die modernen Kriege, dass es die immer noch gibt, dass das im Grunde nichts anderes sind als die Kreuzzüge, die wir schon seit Jahrhunderten kennen und dass die eben alle, dass alle Kriege und alle politischen Handlungen politisch motiviert sind. Und wenn man an politische Motivation spricht, ist es ganz wichtig, dass wir auch mal daran erinnern, dass eben die Jesuiten dahinter stehen. Und wer mir das jetzt nicht glaubt, dann mache ich eben mal eine offizielle Suche hier kurz auf dem Internet. Die Mormonen wurden gegründet von einem sicheren Smith. Ich kenne jetzt seinen Namen nicht, da müssen wir mal eben nachgucken. Mormonensekte, schauen wir da mal. Wikipedia. Joseph Smith. Smith wusste ich den Nachnamen, den Vornamen weiß ich jetzt nicht. Der ist nackt durch den Wald gelaufen und hat da eine Bibel gefunden und die Bibel ist da mehr oder weniger... Das, was die hier heute propagieren. Ne? Die haben also ihre eigene Bibel, die Mormonen. Ne? Irgendwie ist er da hingelaufen, hat irgendwie ein ganz großes irgendwie Goldding da gefunden oder sowas. Also, absoluter, totaler Blödsinn. Ne? Aber könnt ihr euch mal durchlesen. Ich werde den Artikel hierzu damit beifügen. Brigham Young, auch ein sehr wichtiger Mensch, der... die Bibel verfälscht hat in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das kommt dann nochmal eben mit bei. Und ich will da jetzt auch gar nicht zu viel drauf eingehen,
Aber die Mormonen sind ja eben auch Menschen, die es auch nicht so besonders halten mit einer monogamen Beziehung. Sind, glaube ich, hauptsächlich situiert in Utah, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Aber gut, wie gesagt, wir wollten jetzt nicht zu viel darauf eingehen. Aber ist schon ganz interessant mal zu sehen, wenn man jetzt diesen Artikel liest, was wir jetzt ja gerade hier getan haben, dass ein Apostel der Kirche der Mormonen, wenn man jetzt weiß, wer dahinter steht, ein Sprecher ist. Also an der George Washington Universität im Rahmen eines Symposiums. Ich meine, wo ist denn hier noch bitte schön das ursprüngliche Christentum in den Vereinigten Staaten von Amerika vertreten? Wenn wir hier einen Apostel einer Kirche haben, die von Jesuiten gegründet wurden, die eine antibiblische Sekte sind mit ihrer eigenen Bibel, genau wie die Zeugen Jehovas, die haben ja auch ihre eigene Bibel, obwohl sie immer sagen von, ja, wir haben die König James, da ist nichts von wahr. Also das ist schon ganz interessant, kann man sich immer mit beschäftigen, aber deswegen sind solche Artikel, solche Dinge, wie wir hier jetzt lesen, auch mal ganz interessant, sich anzuschauen. Danke für das Vorlesen dieses, dieses Gebetsartikels, Gerald. Ja. Also wer möchte, kann dann auch nochmal, ich habe jetzt nochmal diesen Wikipedia-Artikel nochmal als PDF nochmal rausgedruckt. Da kann man ja auch nochmal einen Blick drüber werfen. Das war dieses dritte PDF, was ich dir geschickt hatte. Das hier meinst du, Gebet des heiligen Franziskus. Ja. Also erstens mal können wir natürlich das Wort heilig hier, das muss in grün dastehen. Ne? Ja, ja, ich hatte keine Zeit, das also komplett zu markieren. Ist ja okay. Ich will das ja nur der Vollständigkeit halber machen, dass die Leute wissen von, ja, warum denn? Ja, weil der nicht heilig ist. Die Heiligen sind die Lebenden und nicht irgendwelche Toten, die die römisch-katholische Kirche dazu erhebt. Aber das sogenannte Gebet des heiligen Franziskus ist ein anonymes Gebet, das dem heiligen Franz von Assisi zugeschrieben wurde und im 20. Jahrhundert große Bekanntheit erlangte. Eben durch das, was wir gerade eben gelesen hatten. Ne? Hat große Bekanntheit erlangt, dadurch, dass dieser Mormone das da, ne, mit verbreitet hat. Der Betende bittet Gott, an seinem Frieden mitwirken zu dürfen. Der Text, der im Geist der Bergpredigt Jesu formuliert ist, findet sich nicht in den Schriften von Franz von Assisi. Er ist nicht weiter als bis zum Jahr 1912 zurückzuverfolgen. Also erstens mal haben wir hier wieder ein Brunnenproblem, wie wir das oftmals mit irgendwelchen römisch-katholischen Traditionen haben. Und außerdem ist dieser sogenannte heilige Franziskus der Gründer des Franziskanerordens. Der Franziskanerorden ist einer der Orden, die jahrhundertelang die wahren Gläubigen von Jesus Christus verfolgt haben in der Inquisition. Das waren nämlich die Franziskaner und die Dominikaner, die sogenannten Bettelorden. Wer jetzt sagt von, oh, das wusste ich ja gar nicht, der sollte sich vielleicht mal ganz dringend ein paar Videos anschauen von meiner Lesung von der Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Kommen ja auch regelmäßig im Augenblick Videos raus. Und da hatte ich in den 30er Folgen irgendwo darüber gesprochen, über die Gründung der Bettelorden, Franziskaner und Dominikaner, die sich dann herauskristallisiert hatten als die Orden, die die wahren Christen, die die wahre Kirche im 12., 13. und später Jahrhundert verfolgt haben. Bis dann im 16. Jahrhundert die Jesuiten von den Dominikanern die Inquisition 1542 übernommen haben, 2 Jahre nach ihrer Gründung. So, jetzt ist es, glaube ich, nochmal an dir, oder an dem Artikel hier weiterzulesen. Das müsstest du mir jetzt sagen, Gerald, wie du jetzt gerne weitermachen möchtest. Nee, ich hatte jetzt hier bloß nochmal ein bisschen weitergelesen bei diesem Wikipedia-Artikel, dass der eben, dass es tatsächlich dann eben Verbreitung fand, dieses Gebet, und vor allem hat der Papst Benedikt der 15. das im Prinzip dann noch weiter vorangetrieben, und er hat dann eine italienische Übersetzung mit auf die Titelseite gebracht, und zwar von dem Osservatore Romano. Ne? Und wer das weiß, Osservatore Romano ist ja immer mal erwähnt, der weiß ja, dass es eine Zeitschrift ist, die im Prinzip jesuitisch geführt wird. Also das von Jesuiten getrieben. Zeitschrift, die in Rom, genau, rauskommt. Und Papst Benedikt der 15. ist der Antichrist, der zur Zeit des Ersten Weltkriegs regiert hat. Und das ist natürlich nicht ganz unwichtig, wenn der dann hier mit diesem Gebet zu tun hat, wo drin steht, wie steht es hier oben drin, der Text, ui, was ist das denn jetzt hier, der Text, der im Geist der Bergpredigt formuliert ist, spricht ja hier, wie wir gerade eben gelesen haben, von oh Gott, hilf mir doch, ein Werkzeug für deinen Frieden zu sein. Na?
Das war doch der Text, den wir gerade gelesen haben. Ja, genau. Und das von dem Papst, der verantwortlich ist für den Ersten Weltkrieg, Benedikt den 15. hier, bitteschön. Mhm. Und das erscheint dann auf der Titelseite von L'Osservatore Romano, der Zeitschrift der Jesuiten in Rom. Mhm. Mhm. Selber mal denken und bitteschön die Verbindungen legen, die hier ganz offensichtlich sind. Und weißt du, was hier auch noch interessant ist, in dem Zusammenhang bei Verbreitung, da steht, während des Zweiten Weltkriegs verteilte Francis Spellman, also Kardinal Spellman, wenn ich mich nicht irre, der Erzbischof von New York und Militärbischof der USA, Militärerzbischof der USA. Wo hast du das jetzt? Ich suche den Text jetzt gerade, was du gerade erzählst. Verbreitung nur ein Stück runter. Dann kommt erst Dann sag doch bitte, dass ich ein Stück runter scrollen soll. Ja. Ich will dich noch mal ein bisschen überraschen. Ja, gut, aber wenn du das jetzt sagst, dann möchte ich das gerne für die Leute hier mit ins Video reinnehmen, dass sie das sehen. Ne? Genau, auf jeden Fall. Ne? Also hier, während des Zweiten Weltkriegs, verteilte Francis Spellman, der Erzbischof von New York und der Erzbischof der USA, Millionen von Exemplaren des Prayers of St. Francis. Also des Gebets von dem heiligen Franz von Assisi. Genau. Und dann wurde das Gebet von vielen Persönlichkeiten, darunter Mutter Teresa, Prinzessin Diana, Margaret Thatcher, Papst Johann Paul II., Bill Clinton öffentlich gesprochen oder in Teilen zitiert. Naja, gut. Ich weiß bloß, dass man, wenn man betet, soll man das im Stillen tun und nie öffentlich. Ne? Sowieso. Ich finde das immer, dieses Öffentliche zur Schau stellen, das finde ich immer ganz, ganz furchtbar. Matthäus Kapitel 6, wie man beten soll und wie man nicht beten soll. Ja, genau. Furchtbar. Ne? Aber das mal nur als kleiner Ausflug zu diesem Herrn Adams, der quasi zu derselben Zeit wie Klopke eben dieselbe Funktion innehatte. Ne? Und das muss man sagen, sind schon sehr interessante Zufälle. Ne? Genauso wie hier mit dem Gebet, ne? Was eben bis 1912 zurückverfolgt werden kann. Ne? Und mehr oder weniger, das war ja die Vorkriegszeit, ne? Auch. Ja, dann. Und also das ist immer sehr interessant zu sehen, dass es diese Zufälle so gibt. Ne? Ja, genau. Die ja und dann keine sind, ne? Die wahrscheinlich mit so Sicherheit keine sind, genau. Ja, und dann haben wir im Prinzip, wir haben ja jetzt hier so ein bisschen in dem Spiegelartikel noch was zu lesen. Und da würde ich dich mal bitten, Jörg, wir haben ja hier gerade, ne, da wir gerade beim Anpöbeln sind, ja, dieses, wo der auf der Seite 20, dass du vielleicht dort nochmal mit einsetzt, weil von dem Punkt aus, geht es nochmal deutlich zur Sache, genau dort. Wo müsste ich denn da jetzt lesen? Wo das Blaue ist oder was? Genau, ne? Da ist die Überschrift, ne? Da wir gerade beim Anpöbeln sind, die Überschrift ist im Blauen mit drin. Also die Zwischenüberschrift. Ach, da, ja. Genau, ne? Davor ist auch noch Vers, ja. Da wir genau, beim Anpöbeln sind. Würde mal sagen, das kann man von dem hier noch machen, ne? Genau, okay. Also da wir gerade beim Anpöbeln sind, Gerald und ich haben uns ja gerade ein bisschen ausgelassen und der Artikel geht da weiter drauf ein, als ob der das wusste, dass wir 2022 das machen würden, sagt hier, was Ministerialrat Hans Globke als einer der letzten V-Männer der katholischen Kirche in der Reichsverwaltung Hitlers für seine Kirche bedeutete, klingt auch in einem Ausspruch des CDU-Fraktionschefs und ehemaligen Zentrumführers Heinrich Krone an. Zitat: Er war für uns von unschätzbarem Wert, so wie er strukturiert ist. Weiß viel, sieht viel, hört viel, schweigt viel. Ende Zitat. Mit genau der gleichen Raffinesse, mit der Hans Globke heute der Bundesregierung als Beamter dient, hat er damals in der Diaspora der preußischen Verwaltung als getreuer Sohn der katholischen Kirche die nationalsozialistische Regierung als Beamter hintergangen. Aus Unterlagen im amerikanischen Document Center in Berlin geht hervor, dass trotz einer Empfehlung des SS-Obergruppenführer Stuckart ein Aufnahmeantrag Globkes in die NSDAP mit der Begründung abgelehnt wurde, er habe zu enge Beziehungen zu maßgeblichen katholischen Kreisen. So kann er heute sagen, ich habe nie einen Eid auf Hitler geleistet. Nach dem Krieg wurde der Ministerialrat Hans Globke im Ministerial Collecting Center in Hessisch-Lichtenau interniert.
Ein Gutachten, das die ehemaligen Beamten des Innenministeriums damals für die Engländer über die Frage des künftigen Wahlrechts anfertigen mussten, trug ihm die Stelle eines deutschen Rechtsberaters bei der britischen Militärregierung in Bünde ein. Im Gegensatz zu allen anderen Innenministeriumsbeamten hatte Hans Globke, die Zeichen der Zeit richtig deutend, sich gegen das Verhältniswahlrecht und für das Mehrheitswahlrecht ausgesprochen, was den auf das Zwei-Parteien-System eingeschworenen Briten sehr gefiel. Eine andere Episode in jenem Lager sollte für ihn noch bedeutungsvoller sein und, nach dem Kapitel mit dem Nürnberger Kommentar, ein zweites Nürnberg-Kapitel in seinem Leben eröffnen. Er traf einen alten Bekannten. Robert Kempner, der einst vor 1933 als Regierungsrat und Justiziar im preußischen Innenministerium an dem gleichen Flur wie Globke gesessen hatte. Kempner war nach der Machtübernahme emigriert, 1945 als amerikanischer Ankläger in amerikanischer Uniform nach Deutschland zurückgekehrt und hielt nun nach Opfern und Zeugen Ausschau. Man hätte annehmen können, dass der besonders passionierte Ankläger Kempner als einer der von den Nürnberger Gesetzen Betroffenen dem Kommentator dieser Gesetze nicht gerade freundschaftliche Gefühle entgegenbringen würde. Das Gegenteil war der Fall. Der Sozialistenführer Kurt Schumacher, der es geflissentlich ablehnte, Hans Globke zu empfangen, hat den Robert Kempner einmal gefragt, was denn hinter dieser Freundlichkeit, die würde ich zwischen Anführungszeichen stellen, wirklich stecke. Stimmt, ne? Genau. Der Ankläger erwiderte ihm, die Amerikaner hätten sich fest vorgenommen, ihre wertvollsten Kronzeugen aus Nürnberg vor allen innenpolitischen Angriffen zu schützen. Hans Globke sei einer der kostbarsten Helfer der Anklage gewesen, dessen Tätigkeit sich nicht nur im Gerichtssaal niederschlug. Als Zeuge des Anklägers Robert Kempner trat Hans Globke in dem Verfahren gegen seinen einstigen Mitautor und Staatssekretär Stuckart, nämlich in den Nürnberger Zeugenstand. Er nahm kein Blatt vor den Mund. Zitat: Ich wusste, dass die Juden massenweise umgebracht wurden, aber ich war immer der Meinung, dass es daneben auch Juden gab, die entweder in Deutschland lebten oder die, wie in Theresienstadt oder dergleichen, in einer Art Ghetto zusammengefasst wurden. Ende Zitat. Frage: Sie dachten, es handele sich um Exekution, aber nicht um eine systematische Ausrottung? Globke: Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich bin der Auffassung und wusste das zu jener Zeit, dass die Ausrottung der Juden systematisch betrieben wurde, aber ich wusste nicht, dass sie sich auf alle Juden bezog. Ende Zitat. Trotz solcher Eingeständnisse des Belastungszeugen Globke und trotz seiner gleichzeitigen Entlastungsaussagen für den zu 3 Jahren verurteilten früheren Vorgesetzten Stuckart, Globke, weil ich objektiv aussagte, schrieb der Ankläger Robert Kempner ihm 2 Jahre später, als die SPD-Angriffe gegen Globke begannen, am 13. Mai 1950 einen ebenso umfassenden wie vertraulichen Persilbrief, aus dessen Anrede hervorgeht, dass es außer dem Bundeskanzler mindestens noch einen Menschen gibt, der den Kommentator der Judengesetze als lieben Herrn Globke bezeichnet. Zitat: Lieber Herr Globke, da wir gerade beim Anpöbeln sind, bin ich offen genug, um Ihnen zu sagen, dass ich die Angriffe auf Sie aufs Tiefste bedauere. Falls Ihnen eine Rückenstützung von mir nützt, da ich nicht nur mit Ihnen, sondern über Sie mit vielen Leuten zwischen 1945 und 1949 gesprochen habe, lassen Sie mich wissen. Mit besten Grüßen. Mit einem Persilschein des radikalsten aller amerikanischen Ankläger versehen, stand dem Hans Globke das weite Feld der von den Alliierten überwachten deutschen Innenpolitik wieder offen. 3 Jahre lang war Globke Stadtkämmerer von Aachen, dann schlug ihn der damalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen und heutige Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Dr. Heinrich Weiz, erst als Vizepräsidenten des nordrhein-westfälischen Landesrechnungshofs und später für die Bundesverwaltung vor. Ein Ehrenmann. Ehre in welchem Sinne? Im Bundeskanzleramt fand Hans Globke in Konrad Adenauer einen idealen Herrn und der Kanzler in Globke einen idealen Diener.
Wie schnell die sonst so misstrauischen Seelen einander vertrauten, zeigte ein Bravourstück, das sie schon ein halbes Jahr nach ihrem ersten Arbeitstag zusammen unternahmen und das den SPD-Abgeordneten Wilhelm Mellies im Bundestag zu der dunklen Andeutung veranlasste, Zitat: Wenn ich das Wort gebrauchen würde, das ich in diesem Fall eigentlich nur gebrauchen werden kann, dann würde ich damit gegen die Würde des Hohen Hauses verstoßen. Ende Zitat. Es handelte sich um Hans Globkes Ernennung zum Ministerialdirektor im Bundeskanzleramt. Zu einer Zeit, da eine personalpolitische Interpellation der SPD-Fraktion, die sich vor allem gegen Hans Globkes Vergangenheit richtete, bereits als Bundestagsdrucksache vorlag, ließ Konrad Adenauer am 4. Juli 1950 Hans Globkes Beförderung zum Ministerialdirektor und Personalchef im Bundeskanzleramt vom Kabinett einstimmig unter Einschluss von Bundesjustizminister Thomas Dehler verabschieden. Einstimmig verabschieden. 4 Tage später, am 8. Juli, wurde Globkes Ernennungsurkunde vom Bundespräsidenten unterzeichnet. Aber Adenauer hielt sie versteckt, bis 4 weitere Tage später, am 12. Juli, der sozialdemokratische Sturm gegen Globke im Parlament über die Bühne gebraust war. Dann erst ließ er die Ernennung publik werden. Die Sozialdemokraten fühlten sich hintergangen und schäumten. Unmöglich konnten sie nun noch einmal eine Globke-Debatte im Plenum vom Zaun brechen. Entrüstet richtete sich Erich Ollenhauer am 17. Juli 1950 einen Brief von Adolf Arndt, verfassten Brief an Theodor Heuss, dem damaligen Bundespräsidenten, in dem er fragte, ob dem Präsidenten denn nicht die verfassungsrechtlichen und politischen Bedenken grundsätzlicher Art der Opposition gegen den Bestallten vorgetragen worden seien. Er sei, so antwortete der Bundespräsident, von den Parlamentsattacken und dem Brief der Sozialdemokratie naturgemäß überrascht. Denn Konrad Adenauer habe ihm vor Globkes Ernennung mitgeteilt, dass sich nicht nur Mr. Riddleberger für die alliierte Hohe Kommission mit Globkes Ernennung einverstanden erklärt hatte, sondern, so schrieb Theodor Heuss an Erich Ollenhauer, auch die SPD. So erklärte der Bundeskanzler, auch die SPD habe ihre politischen Bedenken gegen Globke zurückgestellt. Ereignet hatte sich dies. Im Frühsommer 1950 war ein Dr. Kappen aus dem Bundespresseamt bei dem SPD-Abgeordneten Adolf Arndt erschienen und hatte gesagt, ich komme zu Ihnen als Genosse. Dann legte Kappen eine Mappe Globke auf den Tisch. Arndt hatte Belastungsmaterial erwartet. Es waren Persilscheine. Adolf Arndt sagt, es waren Briefe, aus denen hervorging, dass Dr. Globke im Dritten Reich Vertrauensmann der katholischen Kirche war. Das war nichts, was meine Meinung über Dr. Globke irgendwie ändern konnte. Ende Zitat. Dennoch glaubte Dr. Knappen, als er einige Tage später die Mappe wieder abholte, zwischen Tür und Angel von Adolf Arndt einen Ausspruch gehört zu haben, den er sogleich an seinen Chef Hans Globke weiterberichtete, den Adolf Arndt jedoch nie getan haben will. Herr Globke ist ein Ehrenmann, nicht etwa ein dunkler oder ein sauberer Ehrenmann. Wie dem aber auch gewesen sei. Dr. Knappen notierte ausdrücklich in seinen später angefertigten Aktenvermerk, dass es sich bei der seiner Meinung nach verständnisbereiteren Haltung der SPD keineswegs um eine sozialdemokratische Zustimmung zu Globkes Beförderung zum Ministerialdirektor handelte. Und eben das war es gewesen, was Konrad Adenauer dem Bundespräsidenten vorgetragen hatte. Der heilige Proporz. Wie entscheidend sich seit jenen Tagen die Verhältnisse in der Bundesrepublik gewandelt haben, zeigte sich 3 Jahre später. Der gleiche Beamte, den Konrad Adenauer damals nur mit Hilfe falscher Vorspiegelungen zum Ministerialdirektor machen konnte, avancierte nach den Wahlen vom September 1953 zum Staatssekretär, ohne dass sich auch nur eine Proteststimme erhoben hätte. Daher nehmen sich dann auch die jetzt wieder aufgewärmten Angriffe gegen die Vergangenheit des Staatssekretärs etwas anachronistisch aus. In einer Demokratie, in deren Ministerialbürokratie Regierung und Parlament es längst von handfesten Nazis wimmelt. Sagt Karl Marx von der Allgemeinen Wochenzeitung der Juden in Deutschland, Zitat,
Alle Parteien haben doch längst ihre Globkes. Damals indessen, 1950, musste Kanzler Konrad Adenauer als Staatssekretär noch einen Widerständler bemühen. So wurde Otto Lenz Staatssekretär. Freimütig gesteht Lenz heute: Wenn die Vorwürfe damals nicht gewesen wären, hätte sicher Globke gleich meinen Posten bekommen. So langte es für Globke zunächst nur zum Ministerialdirektor unter Lenz. Das ist ja eine Wiederholung der Geschichte mit dem, gegen den er da auch im Nürnberger Prozess ausgesagt hat. Ne? Genau, da so war, er auch mit seinem, erst war er sein Chef in der Zeit und dann hat er, ist er über ihn rüber. Hier genau dasselbe. Ne? Genau. Mhm. Wie sich die Dinge dort wiederholen, ne? Wenn man mal ein bisschen aufpasst. Ja. Otto Lenz, Rechtsanwalt, Mitbegründer der CDU in Berlin, kannte den Kanzler seit Jahren aus der Parteiarbeit, wenngleich wir eigentlich meistens Streit hatten, weil der Kanzler schon als CDU-Zonenvorsitzender das Schwergewicht mehr nach Westen verlagern wollte, das wir in Berlin zu halten suchten. In ihrer Tätigkeit als Staatssekretäre unterscheiden sich Otto Lenz und Hans Globke nicht weniger als im Typ. Otto Lenz, untersetzt, agil, mit gelblichem Teint, Hornbrille und schwarzem Haar, gleich dem Urbild des Intriganten auf der Bühne. Hans Globke, stattlich, gesetzt, mit gepflegtem grauen Haar und peinlich korrekt gekleidet, ähnelt eher, wie der Journalist Kemsky schrieb, dem Direktor eines Lyzeums, der mit Vorliebe in den unteren Klassen unterrichtet. Lenz war Selfmade-Politiker. Globke ist dienender Beamter. Lenz kannte als Staatssekretär keine Akten. Globke erstickt fast in ihn. Konrad Adenauer: Der einzige Fehler von Herrn Globke ist, dass er alles selbst machen will. Gemeinsam ist Lenz und Globke eigentlich nur der Grad ihrer Nützlichkeit für den Kanzler und ihre Vorliebe für Dossiers, Heimlichtuerei und Nachrichtendienste. Also weitere Geheimniskrämerei. Vor dem Bundesuntersuchungsausschuss für den Fall des Verfassungsschutzpräsidenten Otto Jon wurde aktenkundig, wie vertraut zumindest Hans Globke in diesen zwielichtigen Gefilden verkehrt. Der Vizepräsident des Verfassungsschutzamts, Rathke, gab in geheimer Sitzung zu, dass in der Kartei seiner Behörde auch demokratische Politiker wie Bundesinnenminister A.D. Heinemann, Berlins CDU-Chef Ernst Lemmer und Württembergs FDP-Alter Reinhold Meyer automatisch erfasst seien, weil ihre Namen in irgendwelchen Agentenmeldungen aufgetaucht waren. Hans Globke enthüllte in geheimer Vernehmung noch etwas anderes: Dass das Bundeskanzleramt von sich aus Bespitzelungsaufträge an das Bundesverfassungsschutz gegeben hatte, von denen das die auf Dienstaufsicht führende Innenministerium nichts wusste. Die Namen der zu Bespitzelnden verschwieg er. Nochmal, Hans Globke enthüllte in geheimer Vernehmung, also wieder mal verborgen Geheimniskrämerei, dass das Bundeskanzleramt von sich aus Bespitzelungsaufträge an das Bundesverfassungsschutzamt gegeben hatte, von denen die Dienstaufsicht führende Innenministerium nichts wusste. Mit anderen Worten, hier wird der eigentliche Verantwortliche übergangen. Man springt da einfach drüber. Man weiht die gar nicht ein. Man sagt ihnen gar nicht, dass unter ihnen irgendwelche Dinge, sage ich jetzt mal, bespitzelt werden, ohne die davon zu informieren. Das ist schon ziemlich starker Tobak. Das kennt man ja auch woanders her, ne? Dieses gegenseitig sich bespitzeln, ne? Ja, das kennt man natürlich aus dem Jesuitenorden, kennt man das natürlich, ne? Gegen den Oberen, ne? Und das ist also eine sehr bekannte Methode, wie man an Informationen bekommt. Ne? Mhm. Ja. Finde ich doch einen sehr wichtigen Satz. Mhm. Hans Globke enthüllte in geheimer Vernehmung, dass das Bundeskanzleramt von sich aus Bespitzelungsaufträge an das Bundesverfassungsschutzamt gegeben hatte, von denen das die Dienstaufsicht führende Innenministerium nichts wusste. Hans Globke hätte die Namen der vom Bundeskanzleramt beschatteten Politiker nicht zu verschweigen brauchen,
wenn es sich um Staatsfeinde von rechts oder links gehandelt hätte. So schlossen die Ausschussparlamentarier, dass es sich bei dem vom Bundeskanzleramt unter Aufsicht gestellten Prominenten vermutlich um angesehene Parlamentarier handelte. Das wichtigste und bedeutungsvollste Tätigkeitsfeld von Konrad Adenauer Staatssekretär ist jedoch die Personalpolitik. Auf diesem Terrain herrscht Hans Globke mit des Kanzlers Billigung fast unumschränkt. Die politischen Schlüsselpositionen in der Ministerialbürokratie der deutschen Bundesregierung sind heute mit seinen Vertrauensleuten besetzt. Die Konfessionalisierung im parlamentarischen Bereich und auf Kabinettsebene hat es ihm dabei beträchtlich erleichtert, seine Ziele zu erreichen. In Bonn regiert der heilige Proporz. Vom Staatsoberhaupt über den Parlamentspräsidenten und den Bundeskanzler bis zum Bundespostminister zieht sich eine konfessionell sorgsam ausbalancierte, bunte Reihe, wofür die Vertreter der identifizierenden Kirchensteuer und des nichtchristlichen Volksteils Platz sein soll, bleibt unbesorgt. Wofür Vertreter der indifferenten Kirchensteuerzahler und des nichtchristlichen Volksteils Platz sein soll, bleibt unbesorgt. Nichtchristlicher Volksteil, das sind die wahren Christen. Ne? Wir dürfen hier nicht vergessen, dass man das aus Sicht der Katholiken sagt. Ne? Also bitte versteht das richtig. Nicht viel anders sieht es bei den Staatssekretären aus. 8 von ihnen sind katholisch. Also, weißt du, ich habe ja eine Zeit lang in der Bundeswehr gedient. Und man weiß, dass wenn man da in die höheren Ränge geht, sicher bei den Generälen rein, dann weiß man, dass das Parteibuch eine wichtige Rolle spielt bei der Besetzung von Rollen und Positionen. Hier sehen wir es jetzt mal ganz anders. Es geht gar nicht um dein Parteibuch, es geht um deine Konfession, es geht um deinen Glauben, es geht um deine Religion, die du praktizierst oder der du anhängst. Das bestimmt, welchen Posten du bekommst. Lies mal weiter, da wirst du schon sehen, das kommt genau dorthin. Ja, ich kenne den Artikel ja nicht. Ja, eben drum ist wieder mal erstaunlich. Nicht viel anders sieht es bei den Staatssekretären aus. 8 von ihnen sind katholisch, 6 evangelisch, wobei das natürlich zu der Zeit auch schon trotzdem ziemlich ökumenisch ist, obgleich das Grundgesetz ausdrücklich jede Bevorzugung oder Benachteiligung aus konfessionellen Gründen, ja sogar jede amtliche Frage nach dem Glaubensbekenntnis außer zu statistischen Zwecken verbietet. Ja, ist das so? Aber sich an das Verbot halten, ist eine andere Sache. Man kann Gesetze schreiben, aber Papier ist ja geduldig. Wollen Sie den Posten? Dann beantworten Sie die Frage. Und wenn Sie den Posten wirklich wollen, dann beantworten Sie die Frage nach Ihrer Konfession, die wir hören wollen, nicht die, die Sie wirklich haben. So viel mal eben dazu. Prälat Böhler ruft an. Tatsächlich hört jedoch trotz dieser klaren Sprache der Verfassung die Konfessionsarithmetik bei den beamteten Staatssekretären keineswegs auf. Bis zur Referentenebene hinab spielt das richtige Gesangbuch in Bonn heute eine nicht weniger wichtige Rolle als einst das Parteibuch. Ganze Abteilungen werden gespalten, Unterabteilungen neu geschaffen, Referate verdoppelt, um in der Bürokratie das konfessionelle Gleichgewicht zu wahren. Das Bundesinnenministerium verschickte schon 1950 Formulare mit einer Konfessionsrubrik an Bewerber. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte im vergangenen Jahr eine Statistik über die Religionszugehörigkeit seiner obersten Beamten und Offiziere. In der Personalabteilung des Auswärtigen Amts tragen Namenslisten die Vermerke E und K für evangelisch und katholisch. Ich schwöre, ich habe den Artikel vorher nicht gelesen. Das ist doch verrückt, ne? Und damit haben wir wieder genau die Verbindung, ne, zu der Erlesung 1, ne, der Offizierstyp im katholischen Heer. Ne, ihr erinnert euch, katholisch, Fragezeichen? Ja, können wir jetzt sagen. Katholisch. Wie die Bibel sagt, alles muss
dargelegt werden im Beisein von ein oder zwei Zeugen. Und wir hatten den einen Zeugen in dem Originalskript über die modernen Kriege, wo das mit dem Frings drin stand. Und wir haben den zweiten Zeugen hier von einem Spiegelartikel. Denn nicht vergessen, meine lieben Brüder und Schwestern, wir lesen hier den Spiegel. Ja, das ist ein absolut antichristliches, von der römisch-katholischen Kirche komplett kontrolliertes schriftliches Organ, die Sachen deswegen schreiben dürfen, weil sie es eben, ja, weil sie wissen, dass die Leute das sowieso nicht verstehen, so wie es hier geschrieben ist. Aber, naja. Und nichts machen können vor allem, ne? Das ja, ist nichts so. Machen können. Eben. Das da steht ja machtlos dagegen, ne? Genau. Da steht nur machtlos daneben. Ne? Kannst du gar nicht begreifen. Ne? Weiter im Artikel heißt es, die sich aus solcher Praxis ergebenden Grotesken sind Legionen, also viele. Und aus diesen vielen, aus dieser Legion, nehmen wir mal drei Beispiele raus. Erstens, für den Botschafterposten beim Vatikan wurde die materiell durch nichts begründete Regelung vorgesehen, dass er abwechselnd mit Protestanten und Katholiken besetzt werden soll. Während der ebenfalls in Rom residierende deutsche Botschafter beim italienischen Staatspräsidenten dann der jeweils anderen Konfession angehören müsse. Also, entschuldige bitte mal. Ja, jetzt wollen wir doch mal eben diesen Artikel hier mal ganz kurz, diesen kleinen Absatz, sollen wir mal kurz eben uns auf der Zunge zergehen lassen. Für den Botschafterposten beim Vatikan wurde die materiell durch nichts begründete Regelung vorgesehen, dass er abwechselnd mit Protestanten und Katholiken besetzt werden soll. Was macht denn ein Protestant, bitteschön, im Vatikan als Vertreter der Regierung? Das geht doch nur, wenn ich Ökumenismus habe, wenn Protestanten und Katholiken sowieso den gleichen Glauben haben, wenn die sowieso von denselben Menschen kontrolliert sind. Ein Protestant begibt sich doch nicht in die Höhle des Löwen im Vatikan und ist da, bitteschön, der Regierungsvertreter der sogenannten Bundesregierung Deutschland. Das ist doch Hanebüchen. Mann! Das ist ein Widerspruch in sich, total. Aber was für einer. Aber was für einer, ne? Überliest man ganz schnell, ne? Würde Protestanten und Katholiken, ne? In Rom, ja klar. Und dann, während ebenfalls in Rom residierende deutsche Botschafter beim italienischen Staatspräsidenten an andere Konfessionen angehören müssen. Also mit anderen Worten, wenn der Botschafter beim Vatikan ein Protestant ist, ist der Botschafter der italienischen Regierung ein Katholik. Und umgekehrt. Mann! Wer kann sich einen solchen Blödsinn überhaupt ausdenken? Was ist denn, welcher wahre Protestant würde sich denn dafür hingeben, das zu machen? Es gibt einen zweiten Absatz hier drin, es gibt einen zweiten Punkt, es gibt ein zweites Beispiel aus dieser Legion, aber der erste, der haut mich schon mal ganz schön um. Als ein Referat im Bundesministerium 1953 frei geworden war, standen zwei Bewerber in der engeren Wahl. Der protestantische Landrat Vieregge und der katholische Oberbürgermeister außer Dienst von Fulda, Danzebrink. Eine schließlich aus rein sachlichen Gesichtspunkten gefällte Entscheidung, also nicht irgendwie subjektiv oder sonst irgendwie beeinflusst, zugunsten des Protestanten wurde in letzter Minute zugunsten des Katholiken umgestoßen, nachdem Personalreferent Dr. Müller erklärt hatte, die katholische Welt werde die andere Lösung niemals hinnehmen. Es handelte sich um das Kommunalreferat. Das wird ja immer grotesker hier. Dem protestantischen Wehrideologen Theo Blanks, Graf Baudissin, wurde ein katholischer Gegenspieler zur Seite gestellt. Da keine Planstelle mehr frei war, wurde im Verteidigungsministerium extra ein Studienbüro Pfister eröffnet. Der beamtenpolitische Konfessionalismus habe, so rief SPD-Ankläger Adolf Arndt dem Bundestag zu, im Bundeskanzleramt selbst zentral seinen Sitz und werde durch Herrn Globke personifiziert. Also mit anderen Worten, die Entscheidung, welche Menschen auf welchen Plätzen da landen, trifft ein sicherer Herr Globke. So muss man das verstehen. Aber Hans Globke wehrt sich natürlich gegen diesen Vorwurf.
Aufgrund meiner ministeriellen Tätigkeit hatte ich natürlich eine nicht unerhebliche Personalkenntnis und konnte eine Menge Vorschläge machen. Kein Minister ist über Sie, glaube ich, unglücklich gewesen. Aber wenn behauptet wird, ich hätte ein katholisches Übergewicht durchgesetzt, ist das falsch. Was sagt die Bibel, Globke? An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn also ein katholisches Übergewicht dort herrscht, dann herrscht es durch denjenigen, der die Entscheidung getroffen hat. Und das warst du, mein lieber Hans-Maria Globke. Was Hans Globke anstrebt, ist zunächst kein katholisches Übergewicht, nein, natürlich nicht, sondern ein konfessionelles Gleichgewicht, natürlich doch. Da jedoch die frühere, aus der preußischen Verwaltung gewachsene Reichsverwaltung vornehmlich protestantisch war und die Staatsdiener von einst die Mehrzahl der Staatsdiener von heute stellen, sind immer noch etwa 2/3 der höheren Beamtenschaft in Bonn evangelisch. Wenn Globke also für die Parität eintritt, tritt er meistens für katholische Bewerber ein. Andererseits verurteilt er auch die Bildung rein katholischer Enklaven, wie sie im Arbeits- und Finanzministerium gezüchtet werden, sagt man hier eben zu seiner Entschuldigung. Die quantitative Unterlegenheit der katholischen Planstelleninhaber hat Hans Globke durch einen qualitativen Vorteil heute schon wettgemacht. In allen Ministerien ist entweder der Leiter der Personalabteilung oder aber der Personalreferent für höhere Beamte ein Katholik. Und zur katholischen Konfession gehören auch mehr als 2/3 aller Beamten, die irgendwelche Finanzfonds zu verwalten haben. Also ich will es mal eben ganz kurz für den letzten Zweifler hier ganz deutlich erklären. Wenn ich verschiedene Posten in einem Ministerium zu besetzen habe, dann sorge ich dafür, dass ich den höchsten Posten mit einem Katholiken besetze. Und wenn darunter alle 20 Posten mit Evangelikalen, evangelisch traue ich mich hier in dem Fall nicht zu sagen, besetzt sind, mit Evangelikalen besetzt sind, dann sorge ich für ein Ungleichgewicht, weil es gibt so viel mehr zwischen Anführungszeichen Protestanten, so viel zwischen Anführungszeichen mehr Evangelikale als Katholiken. Aber der Katholische, der sitzt in der Ausführenden, in der Machtsposition. Jeder drunter, das spielt doch gar keine Rolle. Und so kann man eben dafür sorgen, dass man den historisch evangelisch angewachsenen Beamtenapparat aus Preußen dadurch katholisch macht, dass man eben in den Führungspositionen die Katholiken einsetzt. Und das ist eine jesuitische Arbeitsweise. Das haben die Jesuiten immer und überall gemacht, wo sie hingekommen sind. In jedes Land, das sie reingingen. Schaut euch nochmal die Griesinger-Lesungen an. Als sie nach Indien kamen, als sie nach Japan kamen, als sie nach China kamen. Immer die großen, führenden Positionen besetzen. Darunter waren viele Andersdenkende. Die wurden dann dadurch ausgeräumt. Und genau dasselbe hat man hier in Deutschland gemacht. Um das zu schaffen, was bereits Gerald angeholt hatte, was in dem Papier, in dem ursprünglichen Papier steht, dass man eben bezogen auf die Wehrmacht oder bezogen auf die damals noch zu gründende Bundeswehr eben dafür sorgt, dass der zukünftige Soldat katholisch ist. Oh. Gerald, hast du da einen Kommentar zu? Ja, nee, also ich find's genauso. Nach hinten raus, ne? Und wie gesagt, das ist ein Medium, ne, was eigentlich kontrolliert ist von der römisch-katholischen Kirche. Ne? Das ist jetzt nichts Protestantisches. Ne? Und dort erfährt man solche Dinge. Da kann man sich vorstellen, wie es tatsächlich dann zugeht. Ne? Und wie weit das dann noch geht. Ne? Ja, aber man kann eben nach außen hin Dinge protestantisch erscheinen lassen. Wenn sie aber in Wirklichkeit katholisch geleitet werden, sind sie katholisch. Genau. Und das ist das, denke ich, was die meisten Leute überhaupt nicht verstehen, wenn sie diesen Artikel damals in den 50er Jahren gelesen haben. Klar. Ne? Ja, und gut, die Protestanten sind vertreten, aber in welchen Positionen? Ja. Naja. Wollen wir noch eben weiterlesen oder schieben wir uns das fürs nächste Mal auf? Weiß ich nicht, wie du dich fühlst. Also, mal gucken, wie weit wir noch kommen. Also bis 5:30 können wir eben noch durchlesen. Die quantitative Überlegenheit der katholischen Planstelleninhaber hat Hans Globke durch einen qualitativen Vorteil heute schon wettgemacht. In allen Ministerien ist entweder der Leiter der Personalabteilung oder aber der Personalreferent für höhere Beamte ein Katholik. Es ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Und zur katholischen Konfession gehören auch mehr als 2/3 aller Beamten, die irgendwelche Finanzfonds zu verwalten haben. Also Geld. Lest mal Vatican Billions von Avro Manhattan.
Der rheinische Klerus, der im Haus Altenberg und Köln ein Büro für personalpolitische Informationen unterhält, ist oft früher als die zuständigen Minister über vakante Referentenstellen, bevorstehende Beförderung oder Verletzungen orientiert. So gespannt das persönliche Verhältnis zwischen Kanzler Konrad Adenauer und Kardinal Frings ist, so gut verstehen sich nämlich deren beide Vertraute, Hans Globke und der Beauftragte des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz bei der Bundesregierung, apostolischer Protonotar und Domkapitular Prälat Wilhelm Böhler. Nur selten braucht der Prälat Böhler selbst zum Telefon zu greifen, um einen Bundesminister einen personalpolitischen Wunsch vorzutragen. Und dass zwischen Konrad Adenauer und Kardinal Frings ein kühles Verhältnis geherrscht hat, das, meine Lieben, ist nur nach außen. Die haben nämlich denselben Dienstherrn. Obgleich der Staatssekretär Globke die wirtschaftlichen Ressorts wenig interessieren, hat er selbstverständlich auch dort Vertrauensleute installiert, sowie im gesamtdeutschen Ministerium Staatssekretär Tedik als sein Mann dauernd prüft, ob die Richtung noch stimmt. Unmittelbar die Richtung, ne? Das ist die katholische Richtung, das ist die antichristliche Richtung, das ist die Richtung des Teufels, nur mal eben so nebenbei bemerkt. Unmittelbar überwacht und dirigiert der Staatssekretär Globke nur die Personalpolitik in den drei klassischen politischen Ministerien: Innen-, Außen- und Verteidigungsministerium. Sein Einfluss auf das Außenamt löste schon ein sozialdemokratisches Gezeter aus, ehe es noch ein Außenministerium gab. Zitat: Es scheint, dass der Herr Bundeskanzler Herrn Globke neuerdings eine Art Oberaufsicht in den gesamten Personalfragen im Bereich des Bundeskanzleramts übergetragen hat. Ende Zitat, argwöhnte SPD-Diplomat Gerhard Lüttgens 1950 in der Debatte über die Vorbereitung eines deutschen diplomatischen Dienstes. Naja, das wird wohl sein, wenn der Herr Globke der Chef des Bundeskanzleramts später wird. Nicht wahr, dass er auf die Art und Weise anfängt? Nicht wahr? Seit der einstige junge Mann aus Konrad Adenauers Kölner Oberbürgermeistertagen, der Ministerialdirektor Josef Löhns, das Amt eines Personalchefs im Auswärtigen Amt übernahm, fühlt sich Hans Globke in diesem Sektor etwas entlastet. Im Innenministerium stößt des Kanzlers Staatssekretär bei seinem aus dem Bundeskanzleramt hervorgegangenen Kollegen Ritter von Lex auf besonderes Verständnis. Trotzdem ist hier die personalpolitische Betreuungsarbeit schwieriger geworden, seit 1953 der junge Gerhard Schröder den von der Notwendigkeit gewisser Maßnahmen leichter zu überzeugender Robert Lehr abgelöst hat. Schröder hält nicht viel von konfessioneller Parität, umso mehr aber von konfessioneller Harmonie. Er ist ja 100% ökumenisch, begründet auf fachlichen Qualifikationen. Das sieht zurzeit in seinem Ministerium so aus. Von 8 Abteilungsleitern ist einer, von 11 Unterabteilungsleitern sind 2 katholisch. Dieser weltfremde Mensch. Umso härter geht hier die Auseinandersetzung um gebührenden katholischen Einfluss. Im Fall Lüders wurde durchexerziert, welche Methoden im Bonner Glaubensstreit gang und gäbe werden. Der langjährige, jetzt in die private Europapolitik übergewechselte evangelische Leiter des Referats Presserecht, Film und Rundfunk, Karl-Heinz Lüders, sollte auf Anweisung des Kanzlers seines Postens enthoben werden, weil, Zitat, der weltfremde Mensch, Ende Zitat, im Entwurf eines Parteiengesetzes die rücksichtslose Offenbarung aller Geldquellen der Parteien gefordert habe, wie es das Grundgesetz befiehlt. Lüders hatte jedoch mit dem Parteigesetz überhaupt nichts zu tun. Irgendjemand musste den Kanzler falsch informiert haben, um Lüders zu stürzen. Den Verdacht, so etwas Plumpes unternommen zu haben, weist Hans Globke höchst indigniert zurück. Ich bin nicht der Einzige, mit dem der Kanzler spricht. Wenn er im Bundestag ist, redet er mit vielen Leuten. Und manche sagen ihm oft Dinge, die ich nicht vortrage, weil sie mir zu zweifelhaft wären.
Im erst 1955 Flügge gewordenen Verteidigungsministerium, das bis dahin 4 Jahre lang unter den Fittichen des Bundeskanzleramts als Amt Blank herangewachsen war, hat Hans Globke schließlich zum einfachsten Rezept gegriffen. 3 in der Führerschule des Bundeskanzleramts unter seiner Aufsicht großgezogene katholische Beamte übernahmen die Schlüsselposition. Und jetzt kommt's. Der ehemalige Leiter des persönlichen Kanzlerbüros, Josef Rust, wurde Staatssekretär. Der ehemalige persönliche Kanzlerreferent, Josef Wirmer, und der ehemalige Globke-Gehilfe, Gumbel, avancierten zu Ministerialdirigenten und Abteilungsleitern für Verwaltung und Personal. Im kommenden Verteidigungsministerium, meine Lieben! Wie wird der kommende Soldat katholisch? Wenn ich schon mal an der Spitze dafür sorge, dass alles katholische Menschen auf einer Linie hier mit dem Hans-Josef Maria Globke sind. Dabei nun tritt ein bemerkenswerter Aspekt von Hans Globkes katholischer Personalpolitik zutage. Er hatte also eine katholische Personalpolitik. Ganz klar, Rust und Gumbel sind Mitglieder des Kartellverbandes der katholischen deutschen Studentenverbindungen. Da haben wir doch letzte Woche drüber gelesen. War das nicht der Kartellverband der deutschen Studentenverbindungen, wo unter anderem da verschiedene andere Menschen sowie Antichristen und so weiter Mitglieder von gewesen sind? Genau die. Russen und Gumbel sind Mitglieder des Kartellverbandes der katholischen deutschen Studentenverbindungen, des CW, dessen Ämterpatronage SPD Arndt im Bundestag ein unerträgliches Unwesen nannte, in dessen Mittelpunkt wiederum des Kanzlers Staatssekretär stehe. Kartellverbandsbruder Hans Globke verficht eine andere Version. Wenn er etwas kann, nehme ich natürlich auch einen Kartellverbandler. Wenn er nichts kann, nützt ihm auch seine Zugehörigkeit zum Kartellverband nichts. Das sagt man nach außen. Was man dann nach innen wieder tut, ist eine andere Sache. Ein hoher Bundesbeamter hat diese Globschen Behauptungen mittlerweile widerlegt. Seht ihr? Ich habe den Artikel wirklich nicht gelesen, aber ja, gut. Edmund Forschbach. Seine Kartellsverbandherkunft war seine vornehmste Qualifikation zum kommissarischen Bundespressechef. Sein dem Staatssekretär des Kanzlers unterstelltes Amt war von Hans Globke bereits vor Forschbach mit außerordentlicher Gewissenhaftigkeit auf Vordermann gebracht worden. Auch hier wurden zunächst mehr und mehr Zöglinge aus der strengen Zucht des Bundeskanzleramts in führende Stellungen buxiert, wie der ehemalige persönliche Referent des Kanzlers und heutige Personalchef Dr. May und der ehemalige persönliche Referent von Otto Lenz und heutige Abteilungsleiter im Bundespresseamt für Fernsehen, Film und Funk, Dr. Schließlich als Schlussstein wurde Platz für Forschbach geschaffen, indem man den unkonventionellen Luftikus Felix von Eckhardt über den Ozean zur UNO expedierte. Also da wird einer befördert, um Platz zu machen für jemand Wichtigeren auf dem Platz, den er vorher hatte. Ein Herr von Eckhardt war es, der über die graue Eminenz des Kanzlers schrieb, sie habe in ihrem Wesen einen Zug, der sie alles vermeiden lasse, was zu Konflikten, zu Lärm und Aufsehen führen könnte. Um das zu verbergen, umgebe sie sich mit dem Schein einer Unnahbarkeit, die ihrer Natur nicht entspreche. Ihr Selbstgefühl mache den Eindruck, erzwungen zu sein. Zwar hieß der Autor dieser Zeile nicht Felix von Eckhardt, sondern es war dessen Großvater, der Schriftsteller und Generalkonsul Julius von Eckhardt, der so in seinen Lebenserinnerungen schrieb. Zwar hieß der Kanzler nicht Adenauer, sondern Caprivi und die graue Eminenz nicht Globke, sondern Holstein. Dennoch stimmt die Aussage über diese Charaktereigenschaften des vortragenden Rats Holstein erstaunlich genau mit der Studie eines Bonner Psychologen überein, den der Staatssekretär Hans Globke beobachtete und zu der Feststellung kam, dass Typen wie er
die im Alltag Schutz in einer Ehe mit einer Frau mütterlichen Typs suchen und im geistigen Bereich Schutz im mütterlichen Schoß der Kirche finden, ein zwar oft hochentwickeltes, aber stets künstliches Selbstbewusstsein zur Schau tragen. Nur eines könnten sie nie: offen und frontal angreifen. Der Hang des Staatssekretärs Globke zur List und Leisetreterei. List ist eine Eigenschaft, die man der Schlange in der Bibel zuspricht. Verbunden mit einem unbezweifelbaren, mit seinen unbezweifelbaren Erfolgen, die in Personalfragen die Bundespolitik auf Jahrzehnte mitbestimmen werden, hat in Bonn einen Mythos Globke geschaffen. Wann immer ein Teil einer undurchsichtigen Affäre unaufgeklärt bleibt, wird in Bonn schon aus Gewohnheit der Name Globke eingeflickt. Als der Staatssekretär im Frühjahr des vergangenen Jahres durch Jugoslawien über das östliche Mittelmeer in die Türkei reiste, setzte unverzüglich ein allgemeines Spekulieren über neue außenpolitische Pläne des Kanzlers ein. In Wahrheit reiste Globke privat in Begleitung seines ältesten Sohnes. Er hatte ihm die Reise für das bestandene Abitur versprochen. Hans Globke gilt in Bonn ganz allgemein als Protektor jenes Antikominternen-Taubert, der unlängst über seine nationalsozialistische Vergangenheit stolperte und die Kommandobrücke im Volksbund für Frieden und Freiheit verlassen musste. In Wahrheit hatte Konrad Adenauer selbst auf Empfehlung eines katholischen Priesters die Anstellung Tauberts angeordnet. Globke warnte Adenauer einmal mündlich und mehrmals schriftlich vor Taubert, konnte jedoch nur dessen ursprünglich vorgesehene Einstellung als Beamter verhindern. Als Reinhold Meyer 1954 dem Parlament erzählte, dass der Kanzler aufgrund einer falschen Agentenmeldung dem Bundespräsidenten ohne weitere Nachprüfung über angebliche Ostkontakte des unbequemen Schwaben berichtet habe, tönte von links prompt der Zwischenruf: Globke! In Wahrheit hatte Hans Globke seinem Kanzler jene Stelle in der Meldung des Verfassungsschutzamts, in der die Nachricht als unbestätigt bezeichnet wurde, dick und rot angestrichen. Aber der Mythos Globke wächst. Es gehört zur echten Tragik dieses dienenden Lebens, dass niemand die wahren Geheimnisse des verschwiegenen Hans Globke kennt, alle ihn aber für Geheimnisse verantwortlich machen, eben weil sie niemand kennt. Den ersten Teil mit Hans Globke hatten wir doch genannt. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Hans Josef Maria Globke heiß. Abgeleitet aus Rumpelstilzchen. Ich hatte da schon meine Gründe für und ich kannte den Artikel damals noch nicht. Hans Globke spürt etwas von dem, was ihm nach Konrad Adenauer erwartet. Alle Meldungen über eine Bundestagskandidatur seien einem Missverständnis entsprungen, so sagt er. Und auf die Frage, ob er denn noch unter Konrad Adenauers Nachfolger im Palais Schaumburg bleiben möchte, antwortet er kaum hörbar: Es kommt natürlich auf den Nachfolger an, an sich habe ich keine Lust mehr. Nach all den Jahren kann einmal ein anderer die Arbeit machen. Es scheint, als solle den Kommentator der Judengesetze nach dem Abtreten Konrad Adenauers ausgerechnet, wie Paul Wilhelm Wenger vom Rheinischen Merkur es einst ausdrückte, das Schicksal des Jud Süß erwarten. Gerichtet zu werden für ungetane Dinge, wobei freilich die Getanen, wüsste man sie alle, sehr möglich für den Urteilsspruch ausgereicht hätten. Am Karfreitag ist er erst einmal bis zum 20. April in Urlaub gefahren. Am Karfreitag, an dem nach römisch-katholischer Lehre Jesus Christus gekreuzigt wurde, geht er in den Urlaub und entkommt seinem Urteil, das Jesus Christus damals, zwar nicht am Karfreitag, aber ertragen hat. Jesus Christus sollte man auch in einer solchen Sendung irgendwann mal erwähnen, und das war jetzt ein guter Moment zum Abschluss dieses Artikels. Gerald, wunderbar, dass du dieses Papier besorgt hast, und ich fand es eine sehr interessante und gute Sendung. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer da auch ein bisschen was dran hatten. Aber ich bin jetzt ziemlich ausgelaugt und möchte dir gerne noch das abschließende Wort zu der Lesung heute lassen, die ich, wie gesagt, sehr gut und interessant fand. Ja, also vielen Dank für die Lesung. Also du hast das wunderbar vorgetragen und es ist wirklich nicht einmal
Probe gelesen oder durchgeschaut worden. Ne? Das ist alles wirklich live. Deswegen nochmal vielen Dank dafür. Es hat mir auch richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören, muss ich sagen. Und bin so richtig mitgegangen. Und ich hoffe, dass es unseren Zuhörern da auch so ging wie mir. Insofern ja, wünsche ich jetzt erstmal allen einen schönen Abend und hoffe, dass wir uns dann bald wieder hören. Und ich kann euch versprechen, es wird spannend bleiben. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und Maranatha.